Hallöchen, ihr Lieben. Wir machen heute eine türkische Hackfleisch-Lauchpfanne. Ihr könnt dazu dann gerne Reis servieren oder nur Joghurt oder ihr isst das mit Brot, auch sehr lecker. Auf jeden Fall mag ich es richtig gerne, weil es geht schnell und es schmeckt total lecker. Ich habe jetzt hier meine Pfanne, erhitze da etwas Öl. Die genauen Mengenangaben, die Zutaten, alles, was ihr wissen müsst, schreibe ich immer in die Videobeschreibung, findet ihr unterm Titel. Könnt ihr euch direkt einen Screenshot machen und einkaufen gehen. So, einmal das Öl erhitzen und jetzt nehme ich mir meine Knoblauchpresse und presse da direkt Knoblauch rein. Ihr wisst ja, türkische Gerichte, da darf kein Knoblauch fehlen und das wird dann so ungefähr eine halbe Minute angedünstet. So, und jetzt schnappt ihr euch Rinderhackfleisch und bratet das krümelig. Das heißt, auf einer der höheren Stufen, also bei hoher Hitze, ungefähr 3 Minuten lang unter ständigem Rühren und Wenden einmal anbraten. Jetzt habe ich hier Paprikamark, auch typisch türkisch. Ihr könntet auch Tomatenmark nehmen. Und das gebe ich mit dazu und arbeite das ein wenig ein. Das dauert nur ein paar Sekunden. Und anschließend kommt schon unser Lauch, bzw. Porree, ist ja eigentlich ein Synonym, kommt schon zum Einsatz, zusammen mit einer roten Spitzpaprika. Das gebe ich jetzt auch dazu und dann lasse ich das so dünsten. Ich gehe niedriger mit der Stufe und das dauert dann ungefähr 2 bis 3 Minuten. Das ist halt eher beim Kochen so eine Gefühlssache. So, ihr Lieben, jetzt kommen die Gewürze dazu. Salz und Pfeffer sind ganz klar, das mache ich jetzt auch als allererstes. Also Salz und Pfeffer, ich mag es am liebsten frisch gemahlen. Ich finde, das schmeckt man einfach raus. Und dann ist ganz wichtig, Kreuzkümmel, gemahlenen Kreuzkümmel. Den gebe ich jetzt direkt dazu und ich geiz da auch nicht, weil Kreuzkümmel und Hackfleisch, also Fleisch, generell Rind, passt, ja, beste Kombi, direkt dazugeben. Dann Muskatnuss ist so ein Muss für unser Lauch. Also Muskatnuss und Lauch passen optimal zusammen. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Und jetzt habe ich hier Paprikaflocken. Das gibt es ja einmal die süße und die scharfe Variante. Hamza und ich mögen es nicht so scharf, ne? Wir lassen das lieber. Pulpibel. Super, schon typisch gelernt. Ja, ja. So, gebe ich jetzt so eine süßen Variante ganz viel dazu und von der scharfen, ja, so ein bisschen. So ein bisschen. So, und jetzt rühre ich das um. Ja, und dann ist es im Prinzip schon fertig, aber es muss ja noch ein bisschen cremiger sein. Jetzt habt ihr die Wahl. Macht ihr Sahne rein? Kein Problem. Ein bisschen Sahne, bis es schön sämig wird. Oder Creme Fraiche oder saure Sahne, ist ein bisschen kalorienärmer. Oder etwas passierte Tomaten, könnt ihr auch gerne dazugeben. Ich entscheide das jetzt ganz spontan. Ihr seht es dann in der nächsten Szene. Wir nehmen heute die Tomatenvariante. Einverstanden, Hamza? Ja. Tomate geht immer. Genau. Aber auch nur ein bisschen. Es soll ja nicht zu flüssig sein. So, dadurch, dass ich jetzt die passierten Tomaten genommen habe, gehört zur Tomate immer eine Prise Zucker, auch wenn es jetzt ein herzhaftes Gericht ist. Also nur so eine kleine Prise da reingeben und das Ganze wirklich nur eine Minute köcheln lassen, dass es sich verbindet, dass es erhitzt wird. Und dann ist unser leckeres, türkisch angehauchtes Gericht auch schon fertig. Dazu passt jetzt am besten Reis oder Kartoffeln, die passen auch sehr gut. Ne? Hack und Kartoffeln und Lauch, perfekte Kombination. Na gut, wir essen heute Reis. Und das ganze Gericht hat auch nur 10, 12 Minuten gedauert. Also wie Araber essen das sogar zum Frühstück. Ja, das stimmt. Araber essen immer sehr herzhaft zum Frühstück. Ja, bei den Türken gibt es auch so Menemen, das ist so ein Eiergericht. Das ist dann auch mit ganz viel Peperoni und auch mit Lauch ab und zu. Auch sehr lecker. Ah, ich merke schon, wir haben noch richtig viele Videos vor uns. Das kann ich als nächstes machen. Das typisch türkische, diese Eierspeise Menemen. Wenn ihr das sehen möchtet oder generell auch mal Frühstücksrezepte, einfach in die Kommentare reinschreiben. So, wir gönnen uns das jetzt, wünschen euch auch einen guten Appetit, wenn ihr es nachmacht. Schaut unbedingt in die Videobeschreibung, da steht alles drin, was ihr wissen möchtet. Ansonsten dem Video ein Däumchen nach oben dalassen und meinen Kanal kostenlos hier unten abonnieren, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss, eure Kiki. Krass, wie schnell das ging. Das ging jetzt echt schnell. Voll gut.